Das ist Bruno. Bruno ist 4,3 Meter lang, 1,80 Meter groß und wiegt 750 Kilo und passt somit in jede Garage. Die Idee für den ersten Prototypen des Campinganhängers entstand aufgrund vom Platzmangel. Ich habe ja einen alten VW-Bus, wo wir zu viert in Urlaub fahren. Und ich hatte so einen kleinen Hänger, einen Anhänger, wo wir immer eigentlich unser ganzes Zeug reinpacken. Und hatte dann die Idee, was wäre, wenn dieser Hänger einen Tick größer wäre und du die Kinder outsourcen könntest und du eigentlich so ein kleines fahrendes Kinderzimmer hinter dir herziehen könntest. Und das war eigentlich so die Anfangsidee. Die Kids waren dann auch völlig begeistert davon. Dann haben wir einfach mal angefangen, oder ich habe dann angefangen, so einen Prototyp zu bauen, einfach mit der Stichsäge, mit der Hand am Arm, wirklich bei mir hinten im Garten. Und das war dann eigentlich relativ erfolgreich. Jeder, der es gesehen hat, war total begeistert. So auch sein Arbeitskollege Peter. Der 54-Jährige findet nämlich sofort Gefallen an Bruno. Ich war gleich völlig begeistert und habe gesagt, da hätte ich auch richtig Lust drauf. Also weniger auf das Reisen, weil ich einen VW-Bus hatte, aber auf das Bauen und diesen Wagen zu erschaffen. Und ich glaube, schon 4 Wochen später haben wir angefangen hier zu bauen, haben die CAD-Daten erstellt, dass wir es auf die Fräse bekommen, also weg von der Stichsäge und richtig zu einer maschinellen Fertigung. Ja, und dann wuchs das und die Begeisterung wurde immer größer, also mit jeder Schraube eigentlich. Und dann haben wir ein paar Bilder auf Instagram gesetzt und waren völlig überrascht, dass Anfragen aus der ganzen Welt, aus Neuseeland, Australien, überall haben sie uns angeschrieben, könnt ihr uns sowas auch bauen. Ja, und so ist die Geschäftsidee eigentlich dann erst geboren. Also erst stand der Wagen und die Geschäftsidee hat sich daraus entwickelt. Und dass die spontane Geschäftsidee so gut ankommt, liegt nicht nur an Brunos kompakter Form, sondern auch, weil die Gründer viel Wert auf Nachhaltigkeit und gute Materialien setzen. Bruno ist klein, also Bruno passt wirklich auf jeden Parkplatz mit 4,30 Meter in der Länge und 2 Meter in der Breite. Also man kann ihn in einem Parkhaus, also auf einem normalen Parkplatz vor der Türe parken. Und trotzdem, jeder, der reinkommt, ist ein bisschen erstaunt, wie groß dann trotzdem die Innenfläche ist. Also, dass man sich da auch mal zu viert reinsetzen kann und bequem zu zweit liegen. Also die Liegefläche ist 2 Meter mal 1,40 Meter. Da findet doch jeder normal Platz. Außerdem bietet Bruno noch eine ausziehbare Küche, einen Gewürzschrank und eine Menge Stauraum. Und obendrauf hat der Campinganhänger auch noch einen entscheidenden Vorteil gegenüber einem Wohnwagen in Sachen Fahrerlaubnis. Also es braucht nicht diesen Anhängerführerschein, sondern es reicht der normale Führerschein. Der ja, den Anhänger darf man ja ziehen bis 750 Kilo gebremst ohne Führerschein. Und man darf sogar mehr gebremst ziehen, wenn das Gesamtgewicht vom Fahrzeug und vom Hänger nicht über diese 3,5 Tonnen ist. Und die Fahrzeuge, die hier rausgehen, haben eigentlich alle 750 Kilo. Also braucht man keinen zusätzlichen Führerschein. Mit knapp 17.000 Euro hat der kleine Alleskönner einen stolzen Preis. Doch trotzdem trägt es sich finanziell für die Kuku-Gruppe noch nicht. Doch die Macher sehen das entspannt. Wenn ich abends nicht heimkomme und meine Frau ruft an und fragt, wo bleibst du denn oder wie sieht es denn aus, dann sage ich, oh, ich gehe gerade meinem Hobby nach. Und so muss man es ein bisschen sehen. Und so lebt es auch und so entwickelt sich das auch und so wird es auch einfach, hat es den Charme. Nur so kann so ein Produkt kommen, dass es wirklich mit Liebe und auch mit der Piste nicht nur. Oder nicht nur Kosten und nicht nur optimiert, was auch immer, sondern wirklich liebevoll. Bruno bleibt übrigens auch kein Einzelkind. Die kleine Schwester Emma ist schon in Planung. Benannt ist sie nach Danis Tochter. Und das zweite Modell, was jetzt kommt, das heißt nach der Emma, weil die Emma auf der Seite eine relativ große Klappe kriegt. Und da kann man sich jetzt den Rest zusammenreimen. Wenn sie demnächst in den Urlaub fahren, dann halten sie Ausschau. Denn bereits 70 Brunos sind ebenfalls schon auf Reisen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.